Kara, das Wort kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet Trauer oder Klage. Am Palmsonntag, dem Auftakt der Karwoche, ist davon nichts zu spüren. Noch nicht. Mit ihren Palmzweigen erinnern Christen an den umjubelten Einzug Jesu in Jerusalem. Der Gründonnerstag dann ist der Tag, an dem die Stimmung gewissermaßen kippt. Die Glocken läuten ein letztes Mal zum Gloria, danach herrscht Schweigen. Was passiert an diesem Tag? Die Gläubigen erinnern sich an das letzte Abendmahl Jesu und folgen den Ereignissen von damals Stück für Stück. Der Priester, hier im Dom ist es der Bischof, wäscht 12 Männern die Füße, wie Jesus es bei seinen Jüngern getan hat. Eine Handlung, die für sich spricht. Die Feier des letzten Abendmahls Jesu war zugleich die Einsetzung der Eucharistie. Es bedeutet, dass von da an jede Eucharistie in Erinnerung an jenen Abend gefeiert wird. Deshalb ist sie das zentrale Sakrament für Katholiken. Auf besonders intensive Weise konnten das am Gründonnerstag die Menschen in der Augsburger Moritzkirche erleben. Eine lange, festlich geschmückte Tafel, auf die hin alles ausgerichtet ist, vermittelt ein ganz neues Raumgefühl. Jeder soll teilhaben am letzten Abendmahl. An diesem Tisch empfangen die Gläubigen die Kommunion. Wenn wir Messe feiern, dann denken wir sozusagen im Hintergrund auch immer daran, dass das ja ein Mahl ist. Und deswegen haben wir gesagt, am Gründonnerstag, wo ja wirklich die Einsetzung der Eucharistie auch erinnert wird, da wollen wir die Bänke drehen, sozusagen, damit die Gemeinde sich gegenseitig anschaut und den Altar quasi verlängern durch die ganze Kirche hindurch. Als Student hatte Pfarrer Haug so etwas begeistert miterlebt in Frankreich in der Kathedrale von Chartres und die Idee nun auch in seiner Kirche umgesetzt. Ein einzigartiges Arrangement für einen Abend, in dem sich Zeit verdichtet, wie Haug sagt, an dem ganz viel zusammenkommt. Feier, Verrat, Verleugnung. Die Feier des letzten Abendmahls hat kein richtiges Ende, denn es beginnt die Nachtwache, die in den Karfreitag mündet. Um 15 Uhr zur überlieferten Todesstunde Jesu beginnt die Liturgie, wie hier im vollbesetzten Augsburger Dom, im Schweigen. Der Bischof legt sich vor dem Altar auf den Boden, ein Zeichen der Demut. Besonders feierlich wird die Passionsgeschichte sogar gesungen. Die Enthüllung des Kreuzes macht das Leid sichtbar, die Gläubigen verneigen sich. Warum verehren Christen ein Symbol der Folter, mag sich ein Außenstehender fragen. Weihbischof Anton Losinger erinnert in seiner Ansprache an das umstrittene Kruzifixurteil vor genau 20 Jahren. Doch wir brauchen das Kreuz, so Losinger, in den Schulen genauso wie in den Krankenzimmern, Amtszimmern, Privathäusern und in der Öffentlichkeit. Wo das Kreuz entfernt wird, fehlt mehr als nur ein Stück Kulturgut. Da geht es um die Fundamente unserer menschlichen Identität, um das menschenwürdige Antlitz eines Staates, um die Grundlagen des Rechts und letztendlich um die Sinnfrage unserer Gesellschaft. Was wollen wir hoffen und wie wollen wir leben? Die Karfreitagsliturgie endet am Heiligen Grab. Es folgt der Karsamstag, der Tag der Grabesruhe. Papst Benedikt nannte ihn auch den Tag der Verborgenheit Gottes, das Niemandsland zwischen Tod und Auferstehung. Ein Moment, in dem langsam Hoffnung aufscheint.